Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Going Medieval. Ja, was war denn das? Eine ganze Woche kein Going Medieval und irgendwie ist das hier. Hat mir den Ton ausgemacht? Moment. Audio. Nö. Machen wir mal das und das. Damit wir was hören, weil die Musik will immer noch nicht so richtig. Zack. So, genau. Eine Woche kein Going Medieval. Und Anna kloppt doch noch hier rum. Genau, die Woche gab es ein neues Spiel. Primitive Society Simulator. Sieht rein vom Grafikstil ähnlich aus wie Going Medieval halt. Noch nicht ganz so detailliert und so bunt, aber dafür doch sehr, sehr interessant. Aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, wie es für euch aussieht, aber. Mich sah es interessanter aus und ist es auch. Ist auch mal ein Spiel, wo ich mich wieder an neue Mechanismen gewöhnen muss oder rantasten muss. Apropos neue Mechanismen, das hier kann mal weg. Genau, ne? So, dazu kam auch noch der Supermarkt-Simulator. Und ja. Das heißt, eine ganze Woche oder mehr als eine Woche, wie gesagt, habe ich zumindest hier in diesem Safe Game nicht gespielt. Ja, wie immer das gelassen und naja, auch manchmal vielleicht, ich weiß es nicht genau, das ein bisschen vergessen, was wir hier gemacht haben. Weiß nicht, muss jetzt selber mal ein bisschen schauen. Also ja, klar, dass wir hier Wege mit Namen gemacht haben zu den Balken und Wintergasse, das ist mir alles noch bewusst, klar. Und dass wir im Frühling sind, ja. Erstaunlicherweise wusste ich sogar noch, dass wir einen Händler hatten. Hey Oma, du bist gerade mal in der Nähe, geh mal hier hin. Hat mir eigentlich schon jemand losgeschickt? Hey Oma, du bist ein Held. Bis dahin. Hat mir irgendjemand hier unten? Nee, hatten wir nicht gut. Was ich auf jeden Fall weiß, genau. Die Betten hatten wir angefangen zu bauen und erstmal eingelagert. Also zumindest zum Teil eingelagert. Liegt hier noch was davon? Ach, gucke. Da ist Musik. Das Spiel mag uns doch. Wo ist eine Eoma jetzt? Er wird es doch wohl auf die Reihe bekommen. Guck mal, Eoma, dort vorne ist Wendlin. Du wirst das doch wohl. Guck mal, komm, wir reden mal miteinander, Eoma. Du wirst es doch wohl schaffen, einfach mal Handel zu betreiben. Siehst du, gehst du hin, sagst du, guten Tag, ich bin der Eoma. Ich möchte gerne Handel treiben. So, Apfelbaumsetzlinge haben wir, aber Bienenwachs, naja, haben wir so ein bisschen was. Brauchen wir davon noch? Ja gut, Eisblöcke, ja, für den Winter, für den Sommer. Alkohol, Guck mal, Fischgerichte haben wir nicht, weil es halt ein altes Safe Game. Also vor dem Wasser. Lachsamen brauchen wir auf jeden Fall. Gerste. Ja, komm, nehmen wir mal mit. Was haben wir da? Grillfleisch. Honig. Ehrlich, habe ich genug. Ein Hühner. Jungs, da können wir dann mal drüber reden, ob wir vielleicht euch welche verkaufen. Mal schauen. Aber das hier nehmen wir auf jeden Fall mit. Karotten, ach so, Samen immer. Guck mal, Käse. Wollt ihr doch bestimmt 200 Käse. Also ein bisschen Gouda und Brière und all was es da so alles gibt.
Bisschen Kohlsamen nehmen wir auch noch. Na, die Kräuter bringen uns nichts. Wir haben genug. Ich brauche Kräutersamen. Vier Betten haben wir davon schon. Das ist super. Kühe haben wir scheinbar auch schon einige. Wildes Nether brauche ich nicht zwingend. Schermausfell. Was auch immer das für ein Tier ist. Wahrscheinlich eine Maus, ja, möglich. So, Rübensamen, zack. Dum-dum-dum. Teppich. Guckt mal, wir haben hier 3, 4, 5, 7, 10, 11 Teppiche selbst. Und ihr wollt uns einen schwachen Leinenteppich verkaufen? Nö. Aber was wir machen können? Ihr bekommt mal absolutes Markenqualität. Mischwinterkleidung muss auch mal weg. So, wir haben Wolfskadaver. Also ein bisschen das Lager entschlacken. Kann ich dehnen? Ich meine, ich würde den hier am liebsten Silberbarren nicht, aber ein bisschen Silber. Kann denn jede Menge Silber geben? Weiß, man kann Silber zu Silberbahn machen und allem. Geben den mal 3000 Silber. Wir geben den mal. Wo ist es? Alphabet ist immer was Tolles. Gut, Kohle behalten wir mal lieber selbst, ne? So. Warum haben wir schon wieder so viele Katzen? Den Kalkstein behalten wir selber. Holz 16.000 ist nicht so viel, ne? Ein bisschen Golderz. Ich meine, gut, wir bekommen jetzt damit sicherlich ordentlich Punkte, aber das ist ja egal. Wir haben auf jeden Fall im Lager was frei. Gut. Hey Juma, hast du gut gemacht. Das rufen in natürlichen Ordnung, jo. So, und das bedeutet nämlich eigentlich, dass hier an dem Platz ein bisschen Platz wieder ist. Weil das weiß ich noch, wir haben hier ein riesen Feld. Mit Erzen und also mit Spaß, ne? Hier jede Menge Lehm. Und wir müssten das mal verbrauchen irgendwie. Aber viel schlimmer ist, es müsste auch mal was gebaut werden. Hier ist, baut jemand, ja. Das nennt sich hin und her laufen. Das nennt sich nicht bauen. Wo baust du denn? Ach, ihr fangt jetzt doch langsam mal an, ja? Ich bin ja fast stolz auf euch. Meins liegt immerhin schon ein bisschen was an. Ästen hier rum. Oder zwei. Was sind das? Zweige, ne? Zweige, genau. So, dass unser Holzlager ja auch in dem Fall voll wird langsam. Aber unser Essenslager sieht gerade ein bisschen mickrig aus. Naja, gut. Ach ne, das ist. Mann. Wenn man hier gucken würde, ne? So mickrig sieht es dann doch nicht aus. Also es ist jetzt nicht so, dass wir unbedingt jetzt gleich am Hungertod nagen, wenn ich das so sehe. Da. Genau, 91 Brote, das ist alles in allem doch eine ganze Menge, was wir haben. Hätte ich nicht gedacht.
Gut, also mit euch haben wir gehandelt. Ihr seid jetzt sozusagen glücklich. Wir haben noch ein bisschen Kalkstein hier rumliegen. Bethlehem, du kannst eigentlich jetzt. Ja, nö, eigentlich gehen. Wir sind durch. Hier ist soweit alles, ja. Ich muss, wie gesagt, ein bisschen schauen. Ach, hier, das haben sie auch schon fertig. Unser, naja, Mülllager. Oh, ich hoffe mal, das hält noch ewig. Hat ja bis jetzt auch lange gehalten. Ach, gucke, Winnerig macht hier weiter. Das heißt, der Weg ist auf. Ja. Also heute wird es nicht mehr fertig, der Weg, aber. Das ist ja nicht schlimm. Türen sind auch alle drin. Der Friedhof, ja, sind auch beide Schilder dran. Wie sieht es denn hier aus? Da sieht es gut aus. Da sind auch die Türen alle dran. Gut, hier an den Mauern fehlen noch so Kleinigkeiten. Jo. Ich meine, die würden ja auch da hochkommen, wenn die intelligent wären. Zack und zack. Na, wenn sie hier hochlaufen, dann können sie das auch bauen. Damit kommen sie auch an das alles ran. Jo. Und damit können sie dann den Weg dahin bauen. So, was mich natürlich etwas stört, ist, das ganze Gerät bauen sie ja nicht fertig. Dann müsste mal jemand sagen, hier, geht mal hin, macht mal. Aber so richtig Lust haben die nicht. Hier ist soweit, ja. Nee, man kann zumindest nicht durchsprechen. Da ist alles und dann. Ja klar, die Mauer, das ist ein Projekt gewesen. Uff, viel zu groß. Viel zu groß. So. Esel sehe ich auch gerade hier unten. Haben wir ohne Ende. Und. Ich meine, das wird nicht mehr lange haltbar sein. Doch. Ausgezeichnet und ausgezeichnet. Warum lassen wir sowas rumliegen? Moment, das ist neu. Erlauben Ressource, Planungsphasen? Muss ich jetzt Planungsphasen freigeben? Kann ich die jetzt. Das ist ja cool. Was hast du geschafft? Das heißt, ich kann jetzt mehr oder minder eine ganze Menge vorher planen. Ne? Also, wo war das? Wir sind hier am Markt. Da. Ich könnte jetzt hier sagen. Verbieten. Planungsphase. Ich könnte sagen, so, ich habe das Haus geplant, aber ihr macht es nicht. Das finde ich ja lustig. Mein gut, was jetzt das mit Bauphase halt hier mit der Bauphase zu tun hat, Frage. Nochmal. Bauphase verbieten. Nö, keine Ahnung, aber zumindest hier kann ich wirklich vorher planen und kann auch sagen, nee, mach das jetzt bitte mal noch nicht. Also ich könnte jetzt hier die Mauer sperren, so dass die irgendwo, naja, sinnvoll anfangen. Ne? Also wenn ich jetzt hier sage, mal hier hinter. Zieh das einfach mal hier hin. Sag dann verbieten,
Planungsphase. Dann dürfte ich das eigentlich nicht bauen, wenn ich jetzt richtig davon ausgehe. Forbidden Structure Info. Aha. Jo. Und ich komme schon wieder total durcheinander und zum Glück haben wir schon gehandelt, damit ich heute überhaupt was gemacht habe. Und das finde ich gut. Kommt wieder was Neues mit rein. Dringender Transport. Kann ich das denn? Ach ja, das stimmt. Das konnte man ja einstellen, dass das wichtig ist. Hier was Neues? Nö. Da was Neues? Einzelebenen, alle Ebenen ernten. Was ist das von Unsinn? Genau, das soll geerntet werden, das ist schön. Abreißen. Wo Wände, nur Dächer, nur Fuß. Das war eine Woche, ne? Seitdem hat sich ja dermaßen was verändert hier. Wow. Das finde ich gut. Das, ja, wow, wow, wow. Wie ich mich kenne, vergesse ich es wieder. Ja, die Sommerkleidung interessiert mich nicht. So, und du, mein Knilch, Jeffrey, bist nachts um 3 hungrig. Kenne ich. Ich bleibe aber da liegen. Na, ich gehe dann nicht los und suche mal was zu essen. Genau. Gut, um es dann mal so zu sagen, wir haben heute total viel geschafft. Wir haben diese junge Dame da ausgenommen, haben ihr jede Menge Steine gegeben und wir haben festgestellt, dass nach einer Woche das Spiel jede Menge sinnvolle Updates bekommen hat. Und die werden wir uns diese Woche auch hoffentlich zunutze machen. Insgesamt sage ich aber erstmal für heute, dass ich beinahe hätte was vergessen. Wir haben ja immer, nee, nicht domiziert, Wildtiere. Ich werde alt. Spültwein, Katze, Spültwein, Rotwild, Fasan. Naja, bringt mir der Fasan was? Also ich bin hier cool. Aber ein schmackhafter. Aha. Haben wir so viel Hunger? Scheinbar, wenn die nachts um 3 rumrennen, ja. Lassen wir den Fasan jagen. Wir haben ja keine Iltis, keinen Wolf. Genau. So, ansonsten erstmal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns die Woche noch weitere 4 Mal. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ciao, ciao.